Also, ja, nochmal willkommen und Titel des Vortrags heute lautet Social Business, gutes Tun und Geld verdienen. Wie auch im Untertitel oder wie in der Veranstaltungsankündigung angegeben wurde, geht es dabei auch um Social Business eben in Nepal. Was machen wir? Also ich habe einen Vortrag vorbereitet, der dauert circa 40, 50 Minuten. Ich beginne damit, dass ich ein bisschen was über mich erzähle, damit alle einen Hintergrund haben, auch wer ich bin. Dann möchte ich ein bisschen den Kontext besprechen, also was ist eigentlich Social Enterprise, Social Business, CSR, damit man so ungefähr versteht, worum es inhaltlich geht. Und dann möchte ich ein bisschen auf die geografische und demografische Dimension soziale Exklusion in Nepal eingehen. Also wie sieht es dort aus? Was sind die sozialen Probleme, die hauptsächlich eine Herausforderung sind? Anschließend ein bisschen das wirtschaftliche Thema ansehen, wie sieht der politische Rahmen aus, Microbusiness, klassische Betriebe. Und ich lasse überall schon ein bisschen das Thema Social Business mit einfließen. Und abschließend dann wirklich fokussieren auf, welche Social Business und Social Enterprise Förderstellen gibt es, ein paar Fallstudien herzeigen, wie so ein Social Business in Nepal aussieht. Und dann haben wir noch Zeit für Fragen. Genau. Also über mich, ich bin gebürtige Österreicherin, komme aus dem beschaulich kleinen Dorf Bramberg, das man links oben im Bild sieht. Bin hier aufgewachsen inmitten der Berge, beeinflusst auch von Organisationen wie, sage ich mal, den Alpenverein, der für mich ja quasi schon eine Art Social Business ist, weil es um die Erhaltung der Alpen ging und man eben sich vor über 100 Jahren schon Gedanken gemacht hat, wie kann man das als Organisation quasi machen. Aber auch neuere und klassischere Social Business wie eben eine Apfelpresse, die wir hier in Bramberg haben mich auch schon vor meiner Social Business Karriere geprägt, darin zu sagen, okay, wie kann Wirtschaft wirklich zweckgebunden sein? Wie kann das ökonomische Feld wirklich dem Gemeinwohl dienen? Ich habe dann in meiner ersten Karriere eigentlich ganz woanders gearbeitet. Ich war dann als Software Consultant für eine Lohnverrechnungsfirma tätig und hatte dort die große Vergnügen, wirklich mit ganz vielen tollen Organisationen zusammenzuarbeiten, also von der Staatsoper Wien über Krankenhäuser, über die Uni Wien. Es war wirklich aus allen Branchen was dabei, was mich bis heute geprägt hat, weil ich wirklich in viele Branchen Einsicht über die Personalabteilung in ganz viele Betriebe bekommen habe. Ja. Dennoch hat es mich dann nach einigen Jahren als Software Consultant weitergezogen, zu sagen, ich möchte noch eine Ausbildung drauflegen, habe dann mit Bachelor in Sportkultur und Veranstaltungsmanagement gemacht, indem ich mich vor allem mit der Institutionenanalyse auseinandergesetzt habe und anschließend noch einen Master in Cultural Productions draufgelegt, der sich mit der Wechselwirkung zwischen Kultur, Politik und Wirtschaft auseinandergesetzt hat. Und bin von da ein bisschen in das Thema alternative wirtschaftliche Modelle reingerutscht, habe auch gegen Ende meines Masters die Beratungsfirma Monon EU gegründet, mit der es wirklich darum geht, in diesem Spannungsfeld zwischen wirklich Trainings, auch Projekte zu unterstützen und gleichzeitig aber auch Wissenschaft und Forschung tätig zu sein, immer mit diesem Nachhaltigkeitsthema als Hintergrund quasi. 2012 hat es mich dann nach Nepal verschlagen, wo ich 5 Jahre permanent gelebt habe und insgesamt in verschiedenen Social Business aktiv war. Die Laura hat es vorher schon erwähnt. Also gleich nachdem ich geflogen bin, in die VHS Bhaktapur eingestiegen. Das ist ein Deutschsprachzentrum. Wir werden später noch ein bisschen mehr darüber lernen. Social Business bzw. Social Responsible Business. Habe dann 2013 gemeinsam mit 4 anderen Nepalesen ein zweites Social Business gegründet, das sich Courageous Nepal nennt. Ebenfalls 2013 habe ich damals in Teilzeit die Geschäftsführerstelle von Nepal Social Business übernommen, Nepals ersten Social Business Incubator und Fund. Also es ging darum, wirklich soziale Jungunternehmer inhaltlich, aber auch eben mit Finanzierung zu unterstützen. Und während der ganzen Zeit habe ich immer Vorträge und Beratungen im Bereich Social Business gemacht. Genau. Seit 2017, also 2017, haben sich dann zwei Dinge getan. Einerseits habe ich begonnen, als externe Lektorin an der FH Kufstein zu arbeiten, anfangs eben noch in meinen Heimurlauben. Bin dann aber 2017 auch wieder zurück nach Österreich gegangen, aufgrund der Geburt meiner ersten Tochter.
wo ich jetzt hauptwohnsitzlich wieder wohne, aber nach wie vor noch in den beiden Organisationen in Nepal, die eben von meinem Lebenspartner auch gegründet worden sind, mit engagiert bin. An der FH Kufstein unterrichte ich drei verschiedene Fächer. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit in Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement, ein Masterlehrgang, eine Masterklasse. Und dann habe ich zwei Electives, die man als kleine Ringvorlesung sehen könnte, in denen es um Rethinking Economy geht, also wie können wir Ökonomie neu denken. Im Wintersemester den makroökonomischen Aspekt, also diese ganzen Konsummuster, die wir haben, Globalisierung. Und im Sommer das Thema Social Business, wo ich unter anderem auch mit meinen Studenten wirklich Social Business Gründungsideen durchspiele an einem Startup-Wochenende. Genau, darüber hinaus, wie Sie sich alle denken können, mit einer zweijährigen Tochter bin ich natürlich auch da gut eingespannt, aber ich engagiere mich trotzdem darüber hinaus in verschiedenen alternativen und neuen ökonomischen Bereichen als Vortragende, auch beim Forum Seitenstädten, wo es um eine friedensschaffende Geld- und Wirtschaftsordnung geht, etwa und wie der Dialog gesteigert werden kann, aber auch in ganz kleinen Social Businesses bei uns, etwa der Coop Binsgott, also eine lokale Food Coop ist. Genau. Ja, soweit zu mir. Jetzt noch ganz kurz das Thema Linguistik, Social Enterprise, Social Business, Ethical Business, Gemeinwohlökonomie. Was verstehen wir darunter? Social Enterprise ist vermutlich der größere Begriff, der durchaus viele Organisationen umfasst, die sich einfach mit sozialer Innovation und Veränderung beschäftigen. Kann, muss aber nicht notwendigerweise ein Geschäftsmodell dahinter haben. Also das, glaube ich, ist der größte Unterschied, dass ein Social Business wirklich diese Kombination hat an, es gibt eine soziale Zielsetzung, aber gleichzeitig auch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ethical Business ist das, was ich später sozial verantwortliche Firmen nennen würde. Und die Gemeinwohlökonomie ist ein Rahmen, mit dem ich sehr gern arbeite, weil er es sehr schön runterbricht auf tägliche Aktivitäten, was so ein Social Business sein wird. Grundsätzlich arbeite ich aber am liebsten mit Kim Alters hybriden Spektrum. Die sagt, wenn wir uns die ganze Organisationen ansehen, die es so geben kann, sieht sie so ein Kontinuum von ganz links Organisationen, deren Zweck wirklich rein die ökonomische Wertschöpfung ist. Also da sind wir bei den ganzen traditionellen Geschäftsmodellen, die wir so kennen. Bis ganz rechts, sage ich mal, Organisationen, die wirklich einen reinen Fokus auf Soziales und Ökologisches haben. Also da wären die klassischen spendenbasierten Vereine zum Beispiel. Und dann, wenn wir uns so von links nach rechts durcharbeiten, haben wir eben als nächster Schritt Firmen, die sagen, okay, sie leben wirklich CSR. Also CSR ist dieses englische Corporate Social Responsibility, was sich auf unternehmerische soziale Verantwortung übersetzen lässt und heißt einfach, dass ich wirklich einen Teil meines Profits oder meines Umsatzes, normalerweise wird es in Prozent ausgedrückt, aber es kann auch eine fixe Summe sein, jährlich sozialen Aktivitäten zugutekommen lasse, die auch wirklich meine Firma umsetzt. Also es gibt dann eine eigene Sozialabteilung, die dann, also eben zum Beispiel Computerfirmen in Indien haben gesagt, okay, von unseren Sozialaktivitäten aus betreiben wir Schulungscenters, in denen jungen Frauen Computertechnologie beigebracht wird. Also es hat dann auch immer etwas mit dem Geschäftsfeld zu tun, ist aber dennoch quasi ein freiwilliges On-Top-Engagement der Firma, das in Krisenzeiten vermutlich auch als erstes vielleicht dann mal eingestellt wird. Dann gibt es sozialverantwortliche Firmen, die haben immer noch im Vordergrund die ökologische Wertschöpfung, aber schon ganz einen starken Fokus darauf, welche soziale und ökologische Auswirkungen sie haben. Und da würde für mich zum Beispiel dazu gehören VD mit Sitz in Süddeutschland, dieser Kleidungsproduzent, die wahnsinnig viel Energie stecken in Forschung und Entwicklung, um wirklich auch die Bekleidung ökologisch nachhaltiger zu machen, aber auch gleichzeitig sozial wirklich ganz tolle Arbeitsplatzbedingungen haben, ökologisches Verhalten fördern, Mitarbeiterfortbildung fördern, aber dennoch ganz klar sagen, wir sind im Primär, existieren wir, um quasi einen Firmen, einen ökonomischen Zweck zu haben. Und dann kippt quasi die Latte. Und dann sagt man, okay, dann gibt es die Organisationen, die wirklich primär existieren, weil sie eine soziale Zielsetzung haben, also weil sie ein soziales oder ökologisches Problem lösen möchten. Und das ist das, was ich wirklich als Social Business verstehe, beziehungsweise was auch von den meisten in dem Bereich als Social Business definiert wird. Dennoch haben sie im Vergleich zu Vereinen mit Umsatzmodell, sage ich mal, ein Geschäftsmodell, das es ihnen erlaubt, zumindest operativ, wenn nicht sogar langfristig, wirklich von den Einkommen, also
von dem Umsatz auch alle Kosten abdecken zu können. Wohingegen ein Verein mit Umsatzmodellen nach wie vor noch teilweise auf Spenden beziehungsweise bei uns in Europa vielleicht auf Förderungen angewiesen ist. Also hier, so würde ich das Thema Social Business eingrenzen. Ich werde heute mich speziell auf die beiden mittleren fokussieren, also Social Business, aber auch teilweise sozial verantwortliche Firmen, weil die Abgrenzung vor allem im Research-Bereich oft sehr schwierig ist, weil man von außen oft nicht so sieht, was ist jetzt wirklich die Mission dahinter. Also ist es so als Forscher oft sehr schwierig zu sagen, ob man jetzt auf der einen oder anderen Seite ist. Genau. Kim Alter hat dann weiteres, und das möchte ich jetzt in diesem Vortrag hier nicht im Detail ausführen, aber nur so ganz kurz drüber. Es gibt dann natürlich verschiedenste Typen. Es gibt Social Business, die beschäftigen sich primär damit, wie kann ich Angestellte einbinden in einer Art und Weise in Firmen. Es gibt welche, die fokussieren eher darauf, wie kann ich mit meinem Produkt wirklich Wirkung erzeugen. Klassisches Beispiel wäre Grameen Danone aus Bangladesch, die sagen, okay, wir wollen fortified, also angereicherte Nahrungsmittel unter ernährten Kindern anbieten. Es gibt Lieferantenmodelle, wo ich sage, wie kann ich Kleinstunternehmen einbinden und denen einen besseren Marktzugang ermöglichen. Es gibt Querfinanzierungsmodelle, wo ich ein klassisches Business betreibe und den Profit zu 100% in Sozialaktivitäten laufen lasse. Und das habe ich hinzugefügt, basierend auf, das war nicht in Kim Alters Typologie, diese Umweltmodelle, also Organisationen, die einfach ein bestehendes Produkt produzieren wollen, aber wirklich grün, wirklich nachhaltig, wirklich regenerativ. Genau, so viel zu den Grundlagen. Schauen wir nun mal nach Nepal und sehen uns an, wie die soziale Lage in Nepal ist. Ich habe mich bewusst eher auf die soziale Lage fokussiert. Es gibt auch ökologische Probleme natürlich in Nepal, die sich hauptsächlich, sage ich mal, in Luftverschmutzung in der Stadt niederschlagen, aber auch in Gewässern. Aber alles in allem würde ich sagen, ist wirklich die soziale Dimension die dominierende, und deshalb habe ich die im Detail analysiert. Ich sehe hier zwei große Faktoren, sage ich mal, für soziale Exklusion. Der eine ist ein geografischer. Wenn wir uns hier kurz ansehen, Nepal ist geografisch, zieht sich sowieso ein Streifen von Osten nach Westen, grenzt im Süden, Osten und Westen an Indien und im Norden an China, also Tibet, den tibetischen Teil von China. Und wir sehen auch im Norden zieht sich diese Bergkette, die wir alle im Kopf haben, wenn wir an Nepal denken, inklusive dem Everest. Es folgt ein Hügelland, in dem unter anderem Kathmandu und die Hauptstadt ist und auch ganz viele, also der Großteil der Bevölkerung wohnt. Und dann kommt im Süden das sogenannte Terai, also das ist eine Flachebene, die wirklich an Indien angrenzt, mit Elefanten, mit Dschungel, mit allem drum und dran. Also wir haben von 80 Höhenmeter bis 8000 Höhenmeter, ist alles vertreten in Nepal. Und wie man sieht, in dieser linken oberen Ecke, also im nordwestlichen Bereich, ist es sehr gebirgig, sehr unzugänglich, und das schlägt sich auch wirklich in den ganzen Sozialbereichen nieder. Also das ist jetzt zwar schon eine ältere Grafik, ich habe leider keine jüngere gefunden, die Tendenz ist aber gleich geblieben. Also 1996 war die Lebenserwartung unter 45 Jahre in diesen dunkelroten Bereichen, die wir links oben sehen, wohingegen sie etwa im Osten des Landes zwischen 60 und 65 war, und dieser grüne Fleck, der hier in der Mitte ist, in der Central Development Region, das ist das Kathmandu-Tal, dem es auch, sage ich mal, besser geht. Ja. Diese soziale Exklusion oder diese geografische Dimension ist wirklich in allen Bereichen, also das ist der Human Development Index aus dem Jahr 2001. Auch hier sehen wir wieder, dass die fernwestlichen Bergregionen wirklich massivst hinter dem durchschnittlichen Human Development Index von 4,7 nachhinken. Und auch hier wieder die beiden dunkelgrünen Bereiche, das ist Kathmandu und das ist Kaski District, also wo Pokhara eine der größten touristischen Städte ist. Hier auch Chitwan, auch wieder hier sehen wir die Verbindung mit dem Tourismus, weil dort einfach viel Infrastruktur herrscht und es bessere Ausstattung gibt. Um auch noch einen visuellen Eindruck zu machen, was heißt es, in diesen entlegenen Regionen zu sein. Ich habe dort viel gearbeitet und eine der Fallbeispiele, die ich später bringen werde, war in dieser Region angesiedelt, weil wir gesagt haben, wie kann man speziell in solchen abgelegenen Regionen wirklich einen Social Impact machen. Und wir sind in einer Dreitagesreise. Wir sind nicht mit dem Bus gefahren, wir sind mit dem Jeep gefahren, der steht hinter dem Bus, aber so sah die Straße aus, immer wieder, also es hieß immer wieder absteigen, Bus schieben, Auto schieben, Löcher graben,
Man sieht hier auf diesem Bild rechts unten die Straße, also das war wirklich in den Berg hineingehackt. Das Militär hat, glaube ich, ein Jahrzehnt gebraucht, um wirklich hier Straßen aufzubauen. Und das ist auch wirklich der einzige Anschluss neben einem Flugzeug. Also es gibt dann noch so eine kleine Maschinenlandebahn, die wir später sehen werden. Aber ansonsten muss jedes Gut, jedes Produkt, das aus diesem Bezirk rein und raus gekarrt wird, muss über diese Straßen. Da kann man sich schon vorstellen, dass es mit Lieferketten und Absatzmärkten natürlich sehr schwierig aussieht. Ja. Hier sehen wir einen dieser Flughafen, das ist der Talca Airport, der eben, Sie sehen, es ist eher so eine aufgezimmerte Piste, also meistens nicht mal Beton drauf, sondern oft auch wirklich nur geschottert. Und es können halt so kleine Flieger mit 10, 15 Personen können da rein und raus fliegen, was sie auch tun, wenn das Wetter es zulässt. Infrastruktur auch in der Region. Es gibt viele Dörfer, die noch ohne Stromanschlüsse sind. Was wir hier sehen, sind Wassermühlen, die auch wirklich noch im Tagesgebrauch sind. Also die Frauen schleppen auf dem Rücken die Getreidesäcke zu den Wassermühlen, vermahlen dort das Getreide zum Mehl und tragen sie dann wieder hoch. Und dieses Leben nutzt natürlich ab. Also die Dame, die wir links im Bild sehen, habe ich gefragt, als wir das Foto aufgenommen haben, wie alt sie denn sei. Sie hat gesagt, sie weiß nicht so ganz genau, es gibt keine Geburtsaufzeichnungen, aber sie wurde verheiratet, nachdem sie die Regel bekam, also gehen wir mal davon aus, 14, 15, und ihr ältester Sohn ist 12 Jahre. Also die Frau ist gerade mal Anfang 30, ist aber einfach, man sieht, dass dieses Leben einfach hart ist. Ja. Und in einer solchen Region ein Social Business aufzubauen, hat verschiedenste Herausforderungen. Auf dieser Hügelkuppe und dahinter drunter liegt das Dorf Kudari, in dem eine der Fall Beispiele später, das später gezeigt wird, ist, also nämlich diese Porridge Factory, also diese Fabrik, die sowas ähnliches wie Obomaltine erzeugt, also ein Pulvergetränk, das man mit Wasser auflösen kann und das einfach ganz viel gesunde Nährwerte hätte. Und der einzige Zugang zu diesem Dorf ist die Hängebrücke, die Sie im Vordergrund des Bildes sehen. Also selbst Maschinen mussten, also die Straße ist quasi auf der Seite, wo ich das Bild geschossen habe, mussten dann aber quasi manuell über diese Hängebrücke bis in die Fabrik gebracht werden. Das ist die Besprechung mit dem Gründerteam dort. Also es gab auch in den Anfangszeiten überhaupt keine Räumlichkeiten, das heißt, man hat einfach eine Plane ausgelegt vorne draußen und ja, ist dann am Boden zusammengesessen, von Strom, Telefonanschluss oder gar einem Skype-Anschluss wäre nicht zu träumen gewesen. Also das war auch in den Zeiten, in denen wir die Projekte begleitet haben, immer sehr herausfordernd, dass es teilweise nicht mal also Telefonanschlüsse gab und man dann teilweise tagelang mit den Unternehmern gar nicht in Verbindung war. Ja, also so viel ein paar kurze visuelle Eindrücke. Wie sieht es dort in dem entlegenen Westen wirklich aus? Schauen wir uns nun aber noch die zweite Dimension soziale Exklusion an, nämlich das demografische Thema. Nepal ist ein Land mit ganz vielen verschiedenen ethnischen Gruppen. Wir sehen es hier farbig dargestellt, dass es im Norden eben etwa die Bote und Sherpa gibt. Also Sherpa kennt man vielleicht bei uns. Dann die Pahari, also sind die Nepalesen, sage ich mal, die klassischen, die Nepalesisch auch sprechen. Rot wären die Newa. Also es gibt ganz viele ethnische Gruppen. Insgesamt, je nachdem, was man zählt, zwischen 80 und 130 verschiedenen ethnischen Gruppen, wovon keine wirklich eine große Mehrheit hat. Also die bevölkerungsreichste Gruppe sind noch die Chetri, das sind die Kriegerkaste, mit 16,6%. Was ethnische Gruppen angeht, viele haben auch ihre eigene Sprache und die Amtssprache etwa ist nur Nepalesisch, auch wenn es seit ein paar Jahren Gesetz gibt, dass man theoretisch in anderen Sprachen unterrichten dürfe, ist es natürlich so, dass der Großteil der Gesetze, Unterricht, Lehrbücher, offiziellen Informationen auf der Webseite Nepals, Formulare etc. etc. alle in Nepalesisch ausgerichtet sind. Was natürlich zu massiven Ausgrenzungen und Chancenungleichheiten für Menschen bringt, die eben eine andere Muttersprache haben. Aber es gibt auch andere Ausgrenzungsgründe, also etwa niedrige Kasten. Also Sie wissen vielleicht das Kastensystem in Indien, das ist in Nepal ähnlich, sage ich mal. Und auch wenn es offiziell abgeschafft wurde vor einigen Jahren, wird es natürlich dennoch bis zu einem gewissen Grad praktiziert durch Vorurteile, die einfach vor allem in der älteren Bevölkerung noch existent sind, aber auch durch schlechtere sozioökonomische Startbedingungen.
Es gibt eine große Ausgrenzung von Frauen, vor allem wenn sie zum Beispiel ihre Menstruation haben. Es gibt nach wie vor das Thema der Mitgift. Die familiäre Rolle der Frau ist, heutzutage haben viele junge Mädchen gute Ausbildung, möchten dann natürlich arbeiten, aber haben gleichzeitig natürlich ganz viele familiäre Pflichten durch patriarchische Machtstrukturen. Also hier gibt es auch noch viel zu tun, genauso wie im Bereich der Kinder. Also Kinderarbeit ist noch sehr weit verbreitet. Man sieht oft mal junge Kinder, die eben Tees mit ausschenken. Es gibt auch ganz viele ökonomische Weisen, wo der Vater gestorben ist und die Mutter die Kinder nicht ernähren kann oder vielleicht lieber heiraten möchte und nur ihr Vater das nicht möchte. Aber auch bei Kindern, die in einem normalen Familienhaushalt leben, ist Ernährung oft eine Problematik, wie man später sehen wird. Genau, darüber hinaus für Social Business gibt es natürlich die Herausforderung, dass es eine ganz starke Zentralisierungstendenz gibt. Also zum Beispiel Firmenregistrierung ist nur in Kathmandu möglich. Das muss man teilweise 2 Tage Reiseaufwand auf sich nehmen, nur um seine Firma registrieren lassen zu können oder einen kleinen Eintrag zu ändern. Aber auch Zugang zu Wissen, Lieferketten oder Leistung durch Dritte ist alles sehr stark zentralisiert. Das geht ein bisschen besser unten im Terrain, in dem Gürtel, in dem Flachgürtel, weil es dort eine gute Straßeninfrastruktur gibt. Aber eben für diese hügeligen Regionen teilweise sehr, sehr schwierig. Genau. Schauen wir nun ein bisschen in das Thema Wirtschaft und hier nochmal ganz kurz auch wieder so zur Verdeutlichung, wo Nepal eigentlich herkommt, ein winzig kurzer Abriss der Geschichte und Politik. Was gibt es aus dieser Zeittabelle mitzunehmen? Nepal wurde erst 1950 geöffnet, bis dahin war es wirklich ein Land von das sehr bäuerlich geprägt war, abgesehen, sage ich mal, von der adeligen Familie in Kathmandu. Das heißt, Privatunternehmen und Ähnliches existieren eigentlich erst seit 60 Jahren maximal. Und das hat natürlich auch Zeit gebraucht, bis die sich ausgebreitet haben. Also in vielen Dörfern ist das bis heute nicht gang und gäbe. Ja. Von 1960 bis 1990 gab es nach den ersten 10 Jahren Demokratieversuch, hat der König das sogenannte Panchayat-System eingeführt, das aus meiner Verständnis sehr gut funktioniert. Das war ein Einparteiensystem, in dem es wirklich basisdemokratische Mitbestimmung von unten gab. Zur gleichen Zeit wurden aber ganz stark diese ganzen Geberländer eingebunden. Ich sage immer, Nepal wurde zum Experimentierfeld für sämtliche Hilfsorganisationen und Entwicklungszusammenarbeiten aus verschiedenen Bereichen, während sich parallel so ein bisschen das sekundäre und tertiäre Sektor langsam entwickelt hat. Ja. So um 1990 weg, kann man sagen, hat sich Nepal wirtschaftlich geöffnet, teilweise nicht so freiwillig, was viele lokale Betriebe ein bisschen den Untergang gewidmet hat. Also es gab eine Autoreifenproduktion und Ähnliches, die gibt es alles nichts mehr. Das große Trauma kam dann aber 2001, also da war der Bürgerkrieg noch nicht, glaube ich, so gerade auf der Höhe, darüber hinaus noch der König ermordet worden ist und das hat wirklich das ganze Leben Land zum, sehr weit zurückgeworfen seiner Entwicklung, sage ich mal. Die haben wirklich viele Infrastrukturen verloren, Korruption ist, weiß nicht, wie es zuvor war, aber ist nach wie vor ein großes Thema und fängt jetzt langsam erst wieder an, sich zu stabilisieren. Also das ist der Rahmen, in dem, sage ich mal, Wirtschaft und auch Social Business stattfindet. Ja. Seit 2017 gibt es, Thema Stabilisierung, gibt es auch wieder mehr Stromsicherheit, zum Beispiel in Ballungszentren. Bis dahin gab es wirklich Stromabschaltungen. Eine neue, nächste Herausforderung, wie will man etwas produzieren mit einer Maschine, wenn es keinen Strom gibt. Ja. Zumindest ist in den Ballungszentren den Strom jetzt kein Thema mehr, aber wieder die geografische Dimension ist nach wie vor hier. Wir sehen hier im Westen nach wie vor wenig Stromanschlüsse, also auch dort braucht man wieder lokale Lösungen. Aber jetzt nicht noch Strom, sondern auch, wenn ich eine neue Firma gründen möchte, ein Social Business gründen möchte, ein normales Business gründen möchte, ich brauche irgendwann Finanzierung, ich brauche vielleicht Zahlungsströme und so weiter. Ein Drittel aller Banken befindet sich im Kathmandu-Tal, hier dunkelblau. In dem hellblauen Bereich, das sind die ganzen Bergregionen, gibt es insgesamt 77 Banken. Also in dieser ganzen Länge ist natürlich furchtbar schwierig, wenn man sich vorstellt, man möchte jetzt vielleicht eine Firma gründen und bräuchte vielleicht mal 5.000 oder 10.000 Euro Startkapital. Wo kriegt man denn das her, wenn man 2 Tage eine Wanderung in die nächste Stadt machen muss? Leider Gottes hat Nepal nicht auf wirklich Förderung von Jungunternehmen gesetzt, sondern eher auf eine Politik der Wanderarbeiter. Wir sehen, wie sich hier von 2000 weg, Personal Remittance, also Einkommen von Wanderarbeitern, das nach Hause geschickt wird, als Prozent des Bruttonationalprodukts in Nepal.
im Vergleich darunter, das sind alles Linien von anderen Ländern in der Region, hier zum Beispiel Indien, da schwebt es in 5 bis 10-prozentiger Höhe. Nepal hat das wirklich so weit betrieben, dass ca. 30% des kompletten Bruttonationalprodukts vom Land kommen. Also es gab ganz wenig politische Rahmenbedingungen, die wirklich im Land Wertschöpfung etablieren wollten, sondern es ging eigentlich wirklich in der Politik darum, Leute rauszuschicken. Und das spürt man natürlich auch ganz stark, wenn man in der Gründerszene unterwegs ist. Genau, noch so eine abschließende Statistik zu diesem Thema, Gründerszene und Arbeit. Also es ist auch noch sehr viele Leute sind noch in der Landwirtschaft, nur 12,6% arbeiten in einem nicht landwirtschaftlichen Betrieb als Lohn, also verdienen einen Lohn oder ein Gehalt. Im Kathmandu-Tal sind das durchaus 48%, also die Hälfte ist in irgendeinem normalen Bereich unterwegs, aber eben im westlichen Hügelland zum Beispiel sind das nur 7%. Ja. Das heißt, diese Erwerbsarbeit, wie wir sie kennen, ist wirklich noch ganz am Anfang dort. Entsprechend sind auch eben das Einkommen der Familie, muss man auch berücksichtigen, wenn ich jetzt ein Social Business habe, wo ich etwa ein Produkt verkaufen möchte, diese Zielgruppe. Kurz zusammengefasst, auch hier gibt es wieder massive regionale Unterschiede. Grob gesagt, 2003/2004 waren es ca. 40 Cent, also 40 Rupees, 40 Cent pro Tag und Person, die man im Westen konsumiert hat und ca. 90 pro Tag und Person im städtischen Bereich. Ja. Wird sich inzwischen sicher erhöht haben, aber ich denke, die Tendenz bleibt ungefähr gleich. Ja, in diesem Rahmen, wo es natürlich ganz viel bäuerliche Strukturen gibt, ist es natürlich das erste Ziel oder war ist ein sehr, sehr starkes Thema, das Thema Microbusiness und Business Incubators. Also wie kann ich Kleinstbetrieben helfen, Mikrobetrieben helfen, wirklich sich zu etablieren? Und bevor ich jetzt aber die Mikrobetriebe mir ansehe, was da passiert ist, ganz kurz noch soziale, fachliche Kompetenzen. Also hier habe ich einfach beobachtet, dass es ganz schwierig ist, größere Betriebe über größere Strukturen nachzudenken, weil das Thema Vertrauen natürlich eine Herausforderung ist. Es gibt kein soziales Auffangnetz. Also wenn ich jetzt scheitere als Gründer, dann stecke ich auf diesen Schulden fest und habe auch vielleicht gar kein Familieneinkommen mehr. Es fördert auch das Bildungssystem, das ein schlechter Abklatsch unseres sehr wettbewerbsorientierten Bildungssystems ist, nicht wirklich die Teamarbeit. Und es gibt keinen Habitus zur Spezialisierung. Also all das sind Herausforderungen, die für größere Betriebe wirklich spannend sind. Also auch in unseren eigenen zwei Organisationen habe ich das immer wieder gesehen. Aber für eben so Microbusinesses, Kleinstbetriebe, dass man sagt, okay, man investiert 500 Euro und die Person kauft sich ein paar Werkzeuge und kriegt ein Training zum Handy reparieren oder kann sich eine erste Kuh davon kaufen und mit der verkauften Milch vielleicht eine zweite Kuh. Da solche Betriebe sind durchaus leichter zum Etablieren. Und das ist auch eine Art Social Business, kann man sagen, wenn man sagt, man ist eben, man denkt aus der Perspektive des Förderfonds, also dessen, der probiert diesen Menschen in Armut wirklich die Handwerkzeuge und die Finanzen zu geben, um sich in dem kapitalistischen System, in dem sie einfach sind, ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und da gibt es in Nepal durchaus einiges. Allen voran würde ich sagen, von den United Nations, das Micro Enterprise Development Program, die Zehntausende Kleinstunternehmer unterstützt haben mit ganz, ganz tollen Trainings, da auch wirklich in die Dörfer gegangen sind und dann auch eben mit Mikrokredit unterstützt haben. Aber auch verschiedenste private Organisationen, teilweise auch das ganz links ist etwas über den Fernseher gewesen, Teva, Change Fusion sind damit eingestiegen. Also es gibt hunderte private Akteure, die auch in dem Bereich mitarbeiten. Ja. Thema Microfinance und Social Business, wie sieht es da aus? Hier habe ich eine Hypothese aufgestellt, wo man einfach sagt, okay, kann jetzt aus einem Microfinance-Betrieb wirklich ein Social Business werden? Sage ich, jein. Es kommt darauf an, wie der Betrieb agiert, wenn er wirklich groß ist. Ja, weil man fängt ja an von der Subsistenzwirtschaft, dann wird es zu einem Startup, von einem Startup zu einem Microbusiness. Also läuft dann vielleicht auch ganz gut. Und vielleicht hat man dann irgendwann so viel Arbeit, dass man sagt, man stellt die ersten 1, 2 Personen an. Und dann ist einfach die Frage, was macht man, wenn das Geschäftsmodell wächst, kommt man von der Innenzentrierung, weil ein Microbusiness hat ja immer eine Innenzentrierung. Da geht es ja darum, zu sagen, wie kann ich mich selber besser fördern, wie kann ich mir selber einen besseren Lebensunterhalt verschaffen, wie kann ich meiner Familie helfen. Ja? Und wenn es dann aber dann irgendwann in 3, 4, 5, 6 Angestellte kommt, ist dann die Frage,
schafft der Mikroentrepreneur es, eine außenzentrierte Perspektive einzunehmen, die auch Professor Mohamed Yunus, also der Gründer von der Idee Social Business, immer wieder vertritt, zu sagen, okay, beim Social Business geht es wirklich darum, da geht die Wertschöpfung oder die Verbesserung soll an andere gehen. Ja? Und da kann sich wirklich beides entwickeln. Also nicht notwendigerweise jedes Microfinance-Business, wenn es wächst, wird zu einem Social Business, sondern kann genauso gut zu einem konventionellen Geschäftsmodell werden. Stichwort konventionelles Geschäftsmodell. Es gab eine sehr spannende Studie, die gemacht wurde von unter anderem der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit, wo probiert wurde, eine Baseline zu erfassen, wie geht es denn den nepalesischen Unternehmern, also nicht nur Social Business Unternehmen, sondern allgemein, überhaupt mit ihrem ethischen Verhalten. Und die hat kurz gezeigt, dass eigentlich alle wussten, was wäre gutes ethisches Verhalten, was sollten wir tun und sich dessen auch bewusst waren, aber dann gleichzeitig gesagt haben, es ist furchtbar schwierig in der Infrastruktur, in der wir momentan sind, in dem Setting, in dem wir momentan sind, uns auch ethisch zu verhalten. Und um die 50% haben angegeben, in diesen Bereichen, die wir hier sehen, wirklich Herausforderungen zu haben oder eigentlich nicht zu schaffen, sich so ethisch zu verhalten, wie sie wüssten, dass sie tun sollten. Ja? Also sei das jetzt 48% im Konsumentenschutz, wo sie einfach wissen, okay, eigentlich ist das nicht ethisch, was ich meinen Kunden verkaufe, aber ich kann nicht anders. Steuern und transparente Finanzen, also Arbeitsverhältnisse, auch das Thema Kinderarbeit, Umweltschutz, Antikorruption. Umweltschutz wurde noch als wenigsten als Herausforderung gesehen. Vielleicht auch, weil es einfach noch ein bisschen sekundär ist, vielleicht auch nicht so bewusst ist, was gemacht werden sollte. Aber auch das Thema Antikorruption, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, man zieht vielleicht mit seinem bestehenden Betrieb von, und ich kenne diese Fallstudie, ja, man zieht von einem in ein neues Gebäude, man hat schon Kunden, die anrufen müssen und der Telefonbeamter gibt und gibt und gibt die Telefonleitung nicht frei für Wochen. Man kann keine Kundenanrufe entgegennehmen und hin und her. Irgendwann knickt auch das sozialste Unternehmer, sage ich mal, ein und sagt, okay, da schiebe ich dem halt lieber 1000 Rupies rüber und dafür habe ich meinen Telefonanschluss wieder, anstatt so viele Kunden zu verlieren. Also das sind Herausforderungen ans ethische Verhalten, nicht nur an Social Businesses, sondern generell, mit denen natürlich auch Social Businesses konfrontiert sind. Genau, abschließend, und dann geht es wirklich in das Thema Social Business, in die Details und Fakten rein. Wie sieht es jetzt mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit aus? Hier hat Adhikari eine spannende Studie publiziert, die im Kern ganz klar sieht, dass die Krise, die Essenskrise zum Beispiel als ein soziales Problem, schreibt er, ist wirklich Food Crisis itself is created by the food aid and the dependency culture. Also dadurch, dass man quasi mit dem gratis Essen reinfährt in eine Region, zerstört man lokale Wertschöpfungsketten, zerstört man lokale Produktionsketten und damit auch erhöht man die Abhängigkeit. Also wenn das langfristig, wenn das für 5 oder 10 Jahre gemacht wird, dann ist die lokale Wertschöpfungskette hin. Ja. Genau. So, wie kann jetzt Social Business in diesem ganzen Kontext das helfen? Also ich hätte hier 4 Herausforderungen identifiziert und welche Rolle Social Business dabei spielen kann. Also die erste Herausforderung ist, dass es einfach, ich sage jetzt mal, keinen Wohlfahrtsstaat gibt, wie wir ihn kennen. Ja? Hier kann Social Business durchaus zur Grundversorgung beitragen, als bessere Alternative, sage ich mal, zu einem klassischen profitorientierten Unternehmen, wobei man berücksichtigen muss, dass wir hier natürlich, also es gibt meiner Meinung nach Grenzen und Limitationen. Es ist besser, ein Social Business Krankenhaus zu haben, als ein profitorientiertes Krankenhaus. Ich glaube aber daran, dass wirklich ein staatlich finanziertes Krankenhaus eigentlich die beste Lösung wäre, wenn es gut betrieben wäre. Ja. Qualifiziertes Personal, hier können Social Business die Möglichkeit wirklich bieten, Ausbildung on the job zu forcieren, vielleicht auch so moderne Ausbildungstechniken wie die Lehre bei uns, also die es bei uns gibt, dort einzuführen, aber auch die Etablierung von neuen Arbeitsnormen, dass das wirklich ankommt und ich rede hier von wirklich Baseline-Sachen, wie zum Beispiel, dass es getrennte Toiletten für Damen und Herren gibt in einer Firma, was teilweise gibt es gar keine Toiletten, ja. Ethisches Verhalten, diese Herausforderungen haben sie natürlich auch. Vielleicht durch neue Geschäftsmodelle kann man wirklich eine Vorbildfunktion machen und sagen, okay, ich bin vielleicht von gewissen Infrastrukturen nicht mehr abhängig, aber auch neue Wertehaltungen etablieren. Und last but not least ist es ein Weg, diese Abhängigkeit aus der Entwicklungszusammenarbeit heraus, indem man lokale Wirtschaft stärken kann, aber auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen vom Menschen wieder stärkt. Ja. Zur Social Enterprise Landschaft. In Nepal
Das ist ganz kurz, hier habe ich mal analysiert. 2011 bis 2013 gab es einen Social Entrepreneurship Award. Ich habe mir angesehen, aus welchen Bezirken die Nominees kamen, also die nominierten Organisationen. Man sieht hier wieder ganz klar, Kathmandu-Tal hat da wieder die Nase vorne. Und es gibt im Westen, im Westen des Landes ein bisschen weniger. Aber es war durchaus relativ gut verteilt. Also es war besser als teilweise handelt. 2019 gab es 7 Organisationen, die im Bereich Social Business tätig waren, als Inkubatoren mit Mentoring, mit Shared Workspaces, mit Training, Investment oder ähnliches. Und die nach Angabe eines Freundes von mir ca. 82 neue wirklich Social Businesses, also nicht so Mikrofinanz, sondern wirklich Social Businesses mit einem sozialen Impact kreiert haben. Ja. Unter anderem auch internationale Organisationen, die wir vielleicht auch aus Deutschland, Österreich kennen, wie Ashoka, aber eben auch regionale Initiativen wie Himalayan Climate Initiative oder eben den Incubator vom King's College oder One to Watch. Das ist eine dänische Investitionsfirma, die auch Trainings betreibt. Nun ein paar Fallbeispiele zum Thema Social Business. Hier haben wir eben dieses Beispiel aus der Region im westlichen Nepal. Und vielleicht vorab ein kurzes Video. Hört man den Ton? Ja, den hört man. Perfekt. Dumla is rich in natural resources, but it suffers from lack of critical infrastructure. The district headquarters finally has road connectivity, but most of the villages are still without access to proper roads, transportation, electricity, and other vital amenities. Este año que estoy nuevamente con el DNA y Flats, a Bailey Bailey. ¿Sabes? ¿Por qué no los Flats? Es para mi vida, ultimate person. Even socially engaged persons have lost their vision for the region. Children are leaving their villages for cities to pursue education, and only a few of them return. But not all of them have given up. This is where CG Nepal's social business comes into the scene. Our aim is to introduce a change in the region by encouraging social business startups. This would promote youth empowerment. We begin our initiative with Jumla because it faces severe social problems but also carries a lot of opportunities. We incubate 4 projects from Jumla from various fields such as agriculture, food production, informal education, and also ecotourism. CG Nepal's social business with support is a forage factory in the beautiful village of Kudagi. Here, malnutrition among children is a persistent issue. A local community group wants to tackle this issue now by setting up a forage factory
which will produce a type of fortified instant food product. The raw materials supplied for the forage factory will comprise of locally grown grains and other inputs. Dumla is Nepal's first organic district. High-quality food can be produced by using the grains grown here. It would also contribute considerably to the growth of industrial farming in the region. In this light, social businesses will have several positive impacts on the local economy and also create a valuable local product, one that people from Dumla can be proud of. Ja, also das war eine der Fallstudien oder das leider Gottes das einzige Projekt, das wirklich aus der ersten Pilotphase auch wirklich heute umgesetzt wurde. Kanal im Interior Dock. Also es handelt sich hierbei wirklich um ein Social Business. Also die existieren in erster Linie eben, um das Thema der Fehl- und Unterernährung zu lösen und sind somit vom fundamentalen Modell her ein kundenorientiertes Social Business, wie ich es typisiert habe. Sind eben die Begünstigten dieses Social Business sind wirklich die Kinder, eigentlich sogar Kleinkinder oder Babys und Jugendliche, noch bis zu einem gewissen Grad in Kanalia, also in dieser entlegenen Region, in ihrem Dorf. Geografisch sind sie eben dort tätig. Bis jetzt sind sie sicher noch sehr klein vom Umsatz her, also unter 10.000 Euro Umsatz, sage ich mal, 3 Angestellte waren es, Praktikanten, soweit ich weiß, gibt es keine. Und sind aber immer noch in der Phase der Etablierung, sage ich mal, mit ihrer Geschäftstätigkeit eben dieses Lito oder dieses Porridge, was erwähnt wurde, das kann man sich am besten vorstellen wie so Ovomaltine, also so geröstetes Getreide, das man Wasser übergießt und dann als Brei isst, das einfach ein schnell zubereitetes Essen mit wertvollen Inhaltsstoffen ist. Ja. Und darüber hinaus eben Kekse, wie wir hier im Bild sehen. Also hier habe ich mit der Gruppe mal Kekse gebacken, diesen Damen gezeigt, wie man einfach aus ganz einfachen Rezepten Inhaltsstoffen ein paar Kekse zaubern kann. Und die zu probieren, dann eben den Schulkindern, die teilweise ohne oder mit schlechter und mit keiner Jause in die Schule gehen, beziehungsweise die Familien im Dorf zu kaufen. Der Gründer ist Birshanath Yogi hier im Bild mit mir vor der Fabrik, die wirklich nach 4 Jahren endlich gegründet wurde, dann noch ein Jahr Stillstand, weil es Probleme gab in der Verhandlung mit dem lokalen Wasserkraftwerk und inzwischen wirklich endlich Essen produziert. Er war auch schon vorne dabei, eben zum Beispiel das Wasserkraftwerk zu etablieren, hatte eben auch ganz starke Unterstützung durch Nepal Social Business. Also ohne wirklich die Unterstützung, die fachliche, die technische, aber auch die finanzielle, wäre das Projekt wahrscheinlich nicht zustande gekommen, sag ich mal, ja. Genau, das ist ein Beispiel eben aus Dschumla. Leider Gottes, die anderen Fallbeispiele, von denen wir im Video gehört haben, haben es leider nicht geschafft, aus verschiedensten Gründen. Entweder weil die Gründer selber auseinandergebrochen sind oder ein Projekt wurde wirklich aufgrund von Geld, wie sagt man, also die haben das Geld nicht vernünftig verwaltet. Denen wurde Geld geschickt, um es zu investieren und die haben dann das für andere Zwecke ausgegeben und da entstand so ein Konflikt, dass dann wirklich das Projekt leider Gottes gecancelt wurde. Ja. Genau, jetzt noch drei Fallbeispiele aus dem städtischen Bereich. Das erste ist ein ganz anderes Beispiel für ein Social Business, das Karma Café. Die Ausrichtung des Karma Café kann man eher als Social Responsible Business bezeichnen. Wie gesagt, es ist von der Außenperspektive immer schwierig zu sagen. Ist sicher ein Typ D, umweltorientiert und gleichzeitig ein lieferantenorientiertes Social Business. Also es geht auch darum, die Begünstigten sind kleine Kaffeebauern, kleine Handwerksbetriebe, Künstler und Freischaffende. Also es ist eine Art Boutique-Café, kann man sagen. Das Café selber ist im Kathmandu-Tal, in Lalitpur, in einer eher, sage ich mal, ausländerdominierten Gegend, also wo viele Europäer sind, aber die geografische Tätigkeit mit den Kaffeebauern ist eben in Kaski und in Sindhubalchok in 2 Bezirken außerhalb des Kathmandu-Tals.
Von der Größe her ist es mittelgroßer Betrieb, sage ich mal, mit 3 Fixangestellten und eben ganz vielen Zulieferanten, auch immer wieder Praktikanten, ist voll operativ. Die Geschäftsfelder sind Kaffee, der grün geröstet bzw. wirklich zum Trinken im Shop verkauft wird. Es gibt darüber hinaus Handwerksartikel zum Kaufen, so Jausenbretter und Teecups, handgemacht, beziehungsweise kleine Einrichtungsgegenstände. Die Gründerin ist eine Österreicherin gemeinsam mit Nepalesen, und das Familieneinkommen für der ganzen Familie kommt eigentlich aus einem anderen Business, hat sie selber in dieser Umfrage angegeben, die ich da gemacht habe. Die Kunden ist eben, es ist nicht kundenorientiert, das ist ganz klar die Mittel- und Oberschicht im städtischen Lalitpur, Expats, die in Nepal wohnen, beziehungsweise Europäer. Ein anderes Social Business, also das ist eins von den zweien, in denen ich involviert bin, das ist eben Social Responsible Business, das sich im Kern mit der Wirkungsebene der Klienten befasst, also wo wir sagen, okay, wir wollen einerseits Aktivitäten querfinanzieren, Jugendaktivitäten, andererseits auch wirklich eine andere Art von Jugendprojekten und Deutschunterricht durchführen, der einfach besser und ethisch korrekter ist als der klassische. Das heißt, die Begünstigten sind lokale Jugendliche und kleine NGOs aus unserer Stadt Bhaktapur bzw. auch Kathmandu. Bis zu einem gewissen Grad könnte man sagen, der geografische Wirkungsbereich der VHS Kathmandu ist auch Deutschland, weil viele der Jugendlichen, die bei uns Deutsch lernen, nach Deutschland zum Studieren gehen, hier massive Probleme teilweise haben, weil sie nicht gut genug vorbereitet sind, die Sprache nicht können und ähnliches. Und wir uns das hier wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, die besser vorzubereiten, nicht nur mit der Sprache, sondern mit all den kulturellen und Hintergrundwerkzeug, das sie sonst noch brauchen. Wurde 2011 gegründet von meinem Partner, ist im Bhaktapur und Kathmandu, also im städtischen Bereich aktiv, kann man vom Umsatz her als Großbetrieb sehen oder groß im Sinne für Nepal, ne? Mit 15 Angestellten und bis zu 4 Praktikanten, und die Geschäftsfelder sind Sprachunterricht, Sprachprüfungen und Freiwilligendienst. Unsere Kunden sind nepalesische Mittelklassefamilien bzw. europäische Jugendliche, die vor allem Schulabgänger, die dann teilweise auch einen Beitrag bezahlen, das ist ein Hosting-Beitrag und ähnliches. Und der Gründer ist eben ein Nepalese mit Unterstützung von mir teilweise. Aber bis heute haben wir immer noch andere Familienaktivitäten, um uns wirklich davon querfinanzieren zu können, sei das jetzt der landwirtschaftliche Betrieb, bei ihm zu Hause oder meine anderen Aktivitäten. Also das ist auch mit dieses, es ist ein sehr schwieriges Geschäftsfeld. Ein drittes und sehr profitables, sehr gutes Social Business, und das letzte, und dann gehen wir auch schon zu einer kurzen Abschlussbemerkung und den Fragen über, ist das Sarangi Restaurant, das ich ganz, ganz toll finde. Also hier handelt es sich wirklich um ganz ein klassisches Social Enterprise, also die sind wirklich Missions, die existieren zum Zwecke ihrer Mission, sage ich mal, und sind ein Querfinanzierungsmodell. Also das heißt, sie betreiben ein Restaurant und inzwischen, glaube ich, machen sie auch Kochschürzen, also haben wirklich einfach profitable Geschäftsfelder und finanzieren darüber Aktivitäten quer. Die begünstigste sind die sogenannten Gandhabar, das ist die Musikerkaste Nepals, die einfach im 21. Jahrhundert massive Probleme hat, ökonomisch mitzuhalten. Ganz viele migrieren dann in die Städte, Dörfer sterben aus. Das heißt, der geografische Wirkungsbereich ist wirklich in Bhutan, wo viele dieser, das ist ein Bezirk in der Mitte ungefähr von Nepal, wo viele dieser Gandhabar herkommen. Die Firma oder das Restaurant selber ist aber in Tamil, also das ist das Touristenzentrum, kann man als mittelgroß bezeichnen vom Umsatz her, hat ca. 7 Angestellte, Praktikanten, wusste ich nicht, und ist voll operativ. Also es ist ein vegetarisches Restaurant mit Aquaponds integriert, wo auch alle Gandhabar arbeiten. Das sind alles Menschen aus dieser Gemeinschaft, die wirklich dort arbeiten. Und den Touristen aus Tamil beziehungsweise gutes vegetarisches und veganes Essen verkaufen, beziehungsweise auch den Hotels und Restaurants, die Kochschürzen, die inzwischen auch geschneidert werden. Ja. Gegründet wurde es von Kesha, der wirklich ein Gandhabar war und der eben diese Australierin Sandra Fiddley kennengelernt hat und erst die Investition und die enge Zusammenarbeit wirklich mit den Australiern, wo es jemand gab, der der Firma auch wirklich in den ersten Jahren so lange massiv finanziell unterstützt hat, bis sie selbsttragend war, hat, glaube ich, sagt er selber in einem Video, wirklich zum Erfolg geführt. Genau, soweit 4 Fallbeispiele. Abschließend noch ein Wort der
Also ich war heuer, hatte heuer das Vergnügen, wieder in Nepal zu sein und habe einen guten alten Freund von mir getroffen, Nanda Kishor Mandal, der dem King's Incubator vorsteht und quasi der Experte für Social Business in Nepal ist. Und seine Aussage war so, jeder will ein Social Entrepreneur sein. Und ob sich die Social Business langfristig am Markt etablieren oder nicht, da viele werden vom Moment der momentanen Befriedigung getrieben, Gewinner einer Ausschreibung zu sein oder auf Social Media Kanälen als Held gefeiert zu werden. Also das waren so ein paar Worte der Ernüchterung. Es ist natürlich ein Riesenhype, aber trotzdem auch eine Riesenchance. Danke an alle, die bis jetzt mitgehalten haben. Ich freue mich, dass so viele dabei waren. Ich freue mich jetzt auch auf die Fragen und Kommentare. Schon mal vielen Dank dir, Inge, für diesen tollen Vortrag. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne über den Chat und dann werden wir die hier besprechen. Oder auch gerne gesprochen. Also ich denke, wir können das auch so, wenn wir die grundsätzliche Etikette wahren, dass man nur zum Sprechen das Mikro einschaltet, gerne auch gesprochene Fragen. Wie ist es als Frau in Nepal ein Business aufzubauen? Grundsätzlich möglich. Ich sage, die nepalesische Kultur ist durchaus frauenfreundlich gesinnt. Also es ist jetzt nicht wie in den arabischen Ländern, dass Frauen als teilweise nicht ernst genommen werden als Businesspartner. Die Hauptherausforderung ist einfach wirklich, dass die soziale Rolle, die sie haben, also den ganzen Haushalt, den sie führen müssen, wo es teilweise keine Waschmaschinen gibt oder ähnliches, und das Business miteinander zu vereinbaren. Das heißt, es hängt wirklich ganz stark einfach davon ab, ob man zu Hause die Unterstützung hat von der Familie, also ob die Großfamilie, in der man wohnt, da wirklich dahinter steht. Und dann gibt es ganz, ganz tolle, erfolgreiche Gründerinnen. Also ich denke jetzt an eine, die eine Art Organic Market, also so biologische Lebensmittel verkauft. Es gibt eine ziemlich starke Mafia, sage ich mal, ja. Und die hat sich wirklich mit ganz vielen lokalen Produzentinnen zusammengetan und gesagt, okay, wie können wir biologische Lebensmittel in Kathmandu verkaufen? Und da auch wirklich, aber der ihr Mann steht halt hundertprozentig hinter ihr und hält ihr den Rücken frei und ihre Schwägerin, glaube ich, macht die Haushaltsarbeit, dann funktioniert es. Also dann kann man durchaus, also man wird auch ernst genommen. Es ist durchaus so, dass man als Frau in Geschäftsmeetings ernst genommen wird, nur eben die Doppelbelastung Haushalt, Arbeit, das ist halt in gewissen traditionellen Familien, wo die Frau viel zu tun hat, kann oft der Overkill sein, sage ich mal. Ja. Es gibt auch ein ganz tolles Social Business, weil das vielleicht gerade gefallen ist und solange keine andere Frage kommt, von einer guten Freundin von mir, also initiiert von einer guten Freundin von mir gemeinsam mit ganz vielen Frauen im Süden Nepals, weil ja das Thema Menstruation durchaus noch ein problematisches Thema ist. Einerseits aus, sage ich jetzt mal, den ganz rein technischen Gründen, dass es keine Binden gibt, keine oder andere Hygieneartikel, die wir jetzt so aus dem Westen kennen, Cups oder ähnliches. Andererseits aber auch, weil Menstruation als unrein angesehen wird und man dann in traditionellen Verhältnissen teilweise aus dem Haus ausgesperrt wurde und ähnliches, aber selbst wenn man nicht ausgesperrt wird, wird man trotzdem als unrein angesehen oder glaubt selber, dass man unrein ist. Und da gibt es ein ganz tolles Startup, das wirklich ich glaube, Holzfasern sind das, biologisch abbaubare Binden erstellt. Also die haben zwei Produkte, das eine sind biologisch abbaubare Einwegbinden und das andere sind Mehrwegbinden aus Stoff und probiert die gemeinsam mit Aufklärungsarbeit zum Thema Menstruation ist einfach nur biologischer Rhythmus und sonst nichts auch an den Mann zu bringen. Ganz tolles Business hat mit dem Marketing, ist natürlich ein schwieriges Thema, so etwas kritisches Marketing zu machen, weil ich hatte ziemliche Marketing-Herausforderungen, aber ansonsten ganz toll und ich denke dort, wo es eben, also sie verkaufen halt momentan viel so an NGOs, die schon in dem Bereich Aufklärungsarbeit leisten, aber das der klassischen Dorffrau zu verkaufen, ist halt noch eine Herausforderung. Aber das ist ein Beispiel für ein frauengeführtes Social Business.
Inge, weil du es gerade schon angesprochen hast mit dem Marketing in solchen Regionen, stelle ich mir generell auch ein schwieriges Thema vor, oder? Natürlich sind es nicht diese klassischen Marketinginstrumente, die man da kennt. Was hast du da für Erfahrungen gehabt? Marketing. Marketing in Nepal ist wirklich ein sehr eigenes Thema. Habe ich, glaube ich, nach 5 Jahren oder 7 Jahren immer noch nicht ganz verstanden. Was ich verstanden habe, ist ganz viel Word to Mouth, also viel mehr noch als bei uns wirklich. Man lebt von Weiterempfehlungen. Also was einem weiterempfohlen wird, das funktioniert. Es gibt dieses ganze Schrei-Marketing, sage ich mal. Save your place now, it's the last place. Und we are the best, we are the better. Also da gibt es auch keine ethischen Limits, kommt mir manchmal vor. Man wird aber dann auch nicht so ernst genommen. Mal so ein kleines Beispiel aus dem Social Media Marketing. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Organisation, also wir haben dann eine Veranstaltung angekündigt von der VHS Bhaktapur und haben die ein bisschen geboostet über Social Media. Haben wir gedacht, okay, cool, da spende ich, es kostet ja nichts in Nepal, weil ja fast niemand eine Kreditkarte hat. Damit ist man natürlich vorne dran, wenn man sagt, man kann mal über Kreditkarte $10 reinfinanzieren. Und hatten dann auf einmal 170 Zusagen. Und wir so, oh mein Gott, wir haben ja keinen Platz für 170 Leute. Ne? Und haben dann sofort die Bewerbung gestoppt, weil wir einfach unsere Halle hatten und Platz für 60 Leute. Ja? Und standen dann zum Schluss aber mit 30 Leuten da, weil einfach 170, 140 einfach nur Like gedrückt haben, so quasi, ich komme, also da sind sie ganz schnell. Also da wird man oft so ein bisschen fehlgeführt. In unserem anderen Social Business, im Berufsberatungsbereich, hätte man alles ganz brav nach Lehrbuch gemacht und Marktanalyse und Umfrage und wie viel würden sie für das Produkt zahlen und hin und her und haben dann mit dem gearbeitet und gesagt, okay, 300, 400 Rupees, also das 3, 4 Euro für Berufsberatung, das wäre es denen wert. Sind dann aber draufgekommen, wenn du wirklich rausgehst und es wirklich verkaufst, dann auf einmal ist es doch nicht mehr 300 Euro wert. Also hier steht man dann bald mal an der Grenze fest, wo das ganze Lehrbuchwissen aus Europa nicht mehr ganz funktioniert. Ein britischer Freund hat da mal gesagt, the only marketing which works in Nepal, you know what it is, it's just sell it for free. Also das Einzige, was die Nepalesen quasi kaufen, ist, wenn du es ihnen für gratis verkaufst. Ansonsten ist es ganz, ganz schwierig. Also sehr, sehr eigen. Und sicher vieles, das Lehrbuchwissen funktioniert in Nepal nicht so, wie wir es gelernt haben. Genau. Es kam dann noch eine Frage im Chat. Soll ich die noch kurz nehmen? Also ich lese sie jetzt einfach kurz vor. Wie legt man sein eigenes Gehalt fest in einem Social Business? Gute Frage. Es gibt eine ethische und die legale Antwort dazu, sage ich mal. Ethisch gesehen halte ich mich hier an das, was die Gemeinwohlökonomie sagt. Die eigentlich sagt einfach, okay, es sollte keine allzu großen Gehaltsunterschiede geben. Also ich persönlich bin da wirklich ein Fan von Gehaltsspannen, die maximal 1 zu 2 sind, vor allem in kleinen Betrieben. Wir haben es in einem unserer Betriebe so geregelt, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben alle genau das gleiche Gehalt, egal ob CEO oder die Putzfrau, natürlich auf Stundenbasis gesehen, ja, also für Vollzeit verdient man gleich viel. Das ist, wenn das Social Business wirklich etabliert ist, dann kann man durchaus sagen, okay, ich verdiene halt so viel wie ein faires Marktgehalt wäre, also wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwo als Cheftechniker und das Marktgehalt wäre 1.500, 2.000 oder 3.000 Euro, dann sollte man auch das theoretisch einplanen. Und wenn es nach Yunus geht, sagt er ja auch, man muss marktfähige Gehälter bezahlen. Wenn du das nicht bezahlst, wirst du mit dem Social Business auch nicht erfolgreich sein, weil langfristig die Leute quasi nicht bereit sind oder auch nicht mitarbeiten können, wenn sie sich das Lebensunterhalt nicht verdienen können. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man es in der Startup-Phase, also wenn man wirklich klein ist. Und da, glaube ich, muss man als Gründer halt bereit sein. Also wir haben es so geregelt, dass wir gesagt haben, okay, wir buchen uns wirklich dieses Gehalt jedes Monat ein. Also das sind 300 Euro Gehalt umgerechnet. Das wäre so ein angenehmes Gehalt in Nepal, sage ich mal. Das wurde wirklich eingebucht. Wenn aber das Geld nicht da war, wurde es einfach auf Director's Loan gebucht. Also da wurde halt dann Kredit und Kredit und Kredit quasi auf uns gebucht. Ne? Dass wir sagen, okay, wir haben uns halt so viel ausbezahlt, wie wir wirklich zum Leben bräuchten und den Rest quasi als Investition in die Zukunft gesehen und gesagt, wenn wir dann irgendwann Break-Even sind, dann holen wir uns dieses Geld raus. Ja. Was leider in Caritas in Nepal noch nicht passiert ist, in der VHS machen wir das schon, dass wir sagen, okay, wenn immer wir jetzt mal ein bisschen mehr brauchen, holen wir es uns raus. Genau. Okay, dann würde ich die Chance mal nutzen, um das abschließende Feedback-Umfrage noch zu stellen.
Wäre super, wenn da noch ein paar Antworten reinkommen, dass wir einfach dann Genau, und Feedback während die haben. Fragen beantwortet werden, beantworte ich vielleicht noch die Frage von Ruth im Chat. Wie intensiv ist Korruption in Nepal und wie umgehst du sie? Sie ist omnipräsent, würde ich mal sagen. Durchaus eigentlich immer da. Man kann schon viel ohne machen, aber eben in dem Moment, wo man mit Behörden in Berührung kommt, geht es fast nicht anders. Wie sind wir sie umgangen? Sarosch hat halt ganz viel Zeit investiert, sich quasi eine Beziehung aufzubauen mit den Behörden, die dann nicht darin endet, dass man Geld hergibt, sondern dass man einfach sagt, okay, die kennen einen und man ist jetzt nicht nur da, um quasi seinen Dienst abzuholen. Ich glaube, das hat oft funktioniert. Einmal ist er mit einem Punkt auch wirklich zur Korruptionsbehörde gegangen. Ansonsten halt ganz viel, indem man sagt, okay, wir halten, also mit ganz viel Zeit. Also wir verbringen halt, wir haben einen Mitarbeiter, der verbringt jedes Monat 3 Tage im Steuerbüro. Das ist halt so, das muss man dann halt, wenn man quasi nicht Korruption zahlen will, sondern das normal machen will, muss ich halt einrechnen, dass ich einen Mitarbeiter dafür abstelle. Gut, ja, danke für die Umfrage auch. Schön, wenn es dem Großteil gefallen hat. Ich freue mich, wie gesagt, über Feedback von allen denen, denen es nicht gefallen hat. Ich habe noch mal kurz Annika aufblitzen sehen, weil sie wollte so abschließend noch was sagen zu den Nachhaltigkeitstagen. Ich wollte nur ein Dankeschön äußern an der Stelle für den tollen Vortrag und hoffe dann auch, dass hier ja auch einige dabei sind, die wahrscheinlich noch am Workshop teilnehmen. Und sonst habe ich auch nichts mehr. Ich hoffe, ihr hattet alle eine interessante Erfahrung. Die Nachhaltigkeitswochen sind ja jetzt auch schon fast rum. Von daher kann ich dafür die Veranstaltung nicht mehr viel Werbung machen. Lasst Feedback da. Gebt auch der Inge Patsch gerne noch einen Daumen hoch oder eine Reaktion. Das ist dann doch immer ein schönes Feedback, um zu sehen, ob es euch gefallen hat. Ja, dann auch nochmal danke von meiner Seite und war schön, dass ich hier sein durfte. Ein paar von euch sehe ich ja gleich im Workshop wieder und dem Rest danke fürs Dabeibleiben und ja, vielleicht bis auf ein andermal in allen. Ja, darf ich mich kurz noch auch diesen Dank anschließen, Inge. Vielen Dank für diese Präsentation, die auch sehr viel Einblick gegeben hat in Nepal. Wir haben ja in allen 3 Organisationen, die auch an dem Thema Nepal dran sind. Freut mich ganz besonders. Und wir haben das ja in der Reihe Nachhaltigkeit konkret hier heute gemacht. Auch Annika, Dankeschön für die Kooperation zwischen diesen 2 Reihen. Vielen Dank für die Zuhörer und dann freue ich mich jetzt auf die 2. Runde. Vielen Dank auch an die Moderatorinnen, auch jetzt für die 2. Runde. Bis gleich dann. Danke. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss.